Ein schwarz-weißes Foto mit einer hübschen, jungen Dame. Sie hat eine Hochsteckfrisur und trägt ein schwarzes, zugeknöpftes Kleid. Ihre dunklen Augen sehen direkt in die Kamera. Ihr Lächeln wirkt leicht verschmitzt. Diese junge Frau, damals noch als Fräulein bezeichnet, heißt Johanna Kappes und lebte von 1887 bis 1933. Zweifellos eine ganz besondere Frau. Denn sie war die erste Studentin in Freiburg, nein, in ganz Deutschland, die offiziell immatrikuliert wurde. Hinzu kommt, dass sie eine der ersten Abiturientinnen war, die in Karlsruhe ihr Abitur bestanden hatte. Für eine junge Studentin war dieser Ausbildungsweg noch höchst ungewöhnlich. In Deutschland gründete sich 1890 der Verein Frauenbildung Frauenstudium. Gekämpft wurde für die Hochschulqualifikation und Hochschulbildung für Lehrerinnen und Ärztinnen. Bis dahin konnten Mädchen nur eine höhere Töchterschule besuchen, mit Schwerpunkt Handarbeit, Musik und Sprachen. Ab 1889 gab es dann Realkurse für Frauen, welche eine bessere Ausbildung versprachen. Hedwig Kettler kämpfte für die Öffnung des Studiums aller Wissenschaften für Frauen. Sie ließ sich, trotz erheblicher Widerstände, nicht entmutigen und gründete selbst ein Mädchengymnasium. Es wurde 1893 in Karlsruhe eröffnet. Der Stadtrat unterstützte das Projekt aktiv und stellte Räume bereit. Schon 1898 übernahm der Bürgerausschuss die volle Verantwortung. Im Jahr 1899 bestanden Johanna Kappes und drei weitere Mädchen ihr Abitur. Dies war der Anstoß für die Öffnung der Badischen Universitäten für Frauen. Das sorgte für erhebliche Widerstände. Dazu äußerte sich Alban Stolz, Theologe und Volksschriftsteller: Das weibliche Geschlecht ist nicht nur dem Körper nach, sondern auch im Geiste schwächer als das männliche Geschlecht im Allgemeinen. Daher ist es nicht nur eine seltene Ausnahme, sondern gewissermaßen eine Unnatur, wenn ein Weib in Kunst oder Wissenschaft etwas Bedeutendes leistet. Der Freiburger Gynäkologe Alfred Hegar wehrte sich gegen die Immatrikulation mit dem Argument, er vermöge nicht einzusehen, in welcher Weise die Bedingung der Zulassung zum Universitätsstudium von Frauen erfüllt werden kann. Dabei gab es bereits 1846 Frauen als Teilnehmerin von Vorlesungen. Frauen und Töchter der Professoren hörten Kollegen zu und waren geduldete Hörerinnen. Margarete Heine galt als Versuchsperson zur Zulassung zum Studium, wurde aber abgelehnt. Freiburg war froh darüber, nicht die Vorreiterrolle innezuhaben. Johanna Kappes begann als erste Frau mit Abitur ihr Studium, zunächst nur als Hörerin. Frauen wurden vom Verein Frauenbildung Frauenstudium jedoch ermuntert, Petitionen einzureichen, um die Einschreibung zu erreichen. Am 2.11.1899 kam Johanna Kappes dieser Aufforderung nach. Die vier anderen Frauen hatten Angst, ihren Hörerinnenstatus zu verlieren und reichten nichts ein. Viele Professoren befürchteten dadurch einen massiven Renommeeverlust. Aber am 28.02.1900 wurden an beiden badischen Hochschulen Frauen zugelassen. Zunächst nur versuchs- und probeweise. Die Hörerinnen aus Freiburg wurden rückwirkend immatrikuliert und bekamen ihre Leistungen anerkannt. Johanna Kappes, Elisabeth Völlinger, Maria Wilhelmine Gleis, Käthe Kehr und Margareta Beimann waren folglich die ersten ordentlich immatrikulierten Studentinnen im Kaiserreich. Alle Damen beendeten ihr Studium als promovierte und praktizierende Ärztinnen. Anders als die männlichen Studenten waren Studentinnen bei der Wahl ihres Studienorts nicht wirklich frei. Oftmals wurden sie von einem Bruder oder einer Gouvernante begleitet. Es gab auch Pensionen, die am ehesten einer WG von heute glichen. Auch damals bestand das Problem der Zimmersuche. Die ein oder andere kamen Haushalten oder Familien unter. Lehrerinnen wurden damals direkt nach ihrer Schulzeit von Lehrern ausgebildet und unterlagen während ihrer Berufsausübung einem Zölibat. Dieses Zölibat sah auch 1950 noch Ehelosigkeit vor. Deshalb gaben einige von ihnen ihre Tätigkeit als Lehrerin auf und begannen ein Studium. Sie gaben Nachhilfe, erhielten Stipendien oder Darlehen. Später wechselten die Studentinnen häufiger ihren Hochschulort. Sie wollten viel sehen und nahmen dafür das Risiko einer Ablehnung seitens der Gesellschaft in Kauf.
denn das Leben in der Öffentlichkeit war nicht sehr einfach. Vereine luden nur Männer ein, die Studentinnen wurden völlig ignoriert. Die nicht-akademische Bevölkerung nahm schon gar keinen Kontakt zu Studentinnen auf. Jedoch halfen sich die Freiburger Studentinnen selbst und gründeten den Freiburger Frauenclub. Damit eröffneten sie sich das, wovon sie ausgeschlossen wurden. Mittagstisch, kein Trinkzwang, kein Trinkgeld geben. Im Uni-Alltag wurden Frauen als Mädchen gesehen, die sich vom Vater belehren lassen müssen und eigentlich nur Blumen binden wollen. 1906 waren erst 2,5% der Studierenden weiblich. Das Ausgeschlossensein fiel ihnen nicht immer leicht. Nie werde ich diese ersten Tage hier vergessen. Tage voller verzweifelter Einsamkeit, voll von dem trostlosen Gefühl der Verlassenheit. Für die Studentin Karen Danielsen ergaben sich später auch positive Beziehungen, wie sie an ihren Freund schrieb. Ich erlebe tiefe, pure Freude. Mein Chemiepraktikum ist entzückend und ein langer Arbeitstag, als sei ich in einem leichten Champagnerrausch versetzt. Entgegen aller Erwartungen fiel es den Frauen mit dem Stoff nicht viel schwerer. Sie halfen eher den Männern bei ihren Prüfungen und lernten mit ihnen. Die Vorlesungen wurden oft mit »Meine Herren« begonnen, aber die Begegnungen waren nicht immer böswillig. Einzelne Dozenten grenzten die Studentinnen nach wie vor von Vorlesungen aus, andere unterstützten sie, wo es ging. Ich komme mir so bevorzugt vor. Ich stehe in der Sonne und fühle, wie meine Flügel wachsen. In Freiburg gründete sich der Freiburger Studentinnenverein. Dieser half bei der Studienberatung und Wohnungssuche. In der Freizeit fuhren die Frauen Ski, spielten Tennis, gingen in die Berge und Wälder, besuchten Bälle, feierten Fasching, saßen in Cafés und ab und zu schwänzten sie ihre Vorlesungen. Im Sommer 1910 mieteten drei Studentinnen einen Teil eines Bauernhofs und vermieteten diesen an Gäste. Die Einrichtung gestaltete sich etwas schwer, denn sie brachten ihre Sachen per Fahrrad nach Hinterzarten. Sporadische Männerbesuche waren genehmigt, dafür mussten diese aber Holz hacken, Übernachtungen wurden nicht geduldet. Ob diese Regel aber eingehalten wurde, fällt wohl in den Privatbereich. Eine Mitgliedschaft für Männer kam nicht in Frage. Auf der Hütte wurde auf Alkohol, Zigaretten, Korsetts und Handtaschen verzichtet. Vereinsabende fanden alle 2 Wochen statt und waren Pflicht. Der Verein sorgte für Gemeinschaft, Weiterbildung und Debatten innerhalb der Frauenbewegung. Ab und zu waren Fachmänner geladen. Zu Kriegszeiten waren die Studentinnen erst skeptisch, dann euphorisch. Eine Fortsetzung des Studienalltags war undenkbar. Viele Studentinnen kehrten der Uni den Rücken, um sich als Krankenschwestern ausbilden zu lassen. In Freiburg trafen die Verletzten am Güterbahnhof ein, belegten Schulen, Lazarette und Verbindungshäuser. Freiburg war Lazarettstadt. Als die Stadt bombardiert wurde, wurde auch die Uni nicht verschont und oft galt die Verdunklungspflicht, die das Arbeiten beinahe unmöglich machte. Als Grenzstadt fiel die Studentinnenzahl, in München hingegen stieg sie an. Die Folgen des Krieges waren eine Lebensmitteljagd, Heizmaterial ging aus und es bestand ein Druckverbot von Dissertationen. Die Frauen übernahmen nun Männerarbeiten, zum Beispiel als Straßenbahnschaffnerin. Der Bund Deutsche Frauenverein startete einen nationalen Frauendienst. Freiwillige wurden nun für Lebensmittelunterstützung, Familienbetreuung und Arbeitsvermittlung eingeteilt. In Freiburg saß die Präsidentin des Vereins. Der Freiburger Studentinnenverein schloss sich an. Den im Felde stehenden Kommilitonen standen die Studentinnen mit Liebesgedanken bei und schickten jährlich Weihnachtsgrüße per Post. Auch halfen sie bei der Betreuung von Kindern und Müttern, die teilweise verwitwet waren. Selbst im Militär kamen vereinzelt Frauen vor, die in Freiburg Medizin studiert hatten. Intern waren sie bekannt für ihre Tätigkeiten, in der Öffentlichkeit aber geheim gehalten. Ein Student beschreibt die Situation in einem Gedicht. Ich sitze im Kollegium und blicke so im Kreis herum. Und alle, die da kamen, es waren nichts als Damen. Da dachte ich so in meinem Sinn und sprach ganz leise für mich hin, wir haben eben Krieg. Nach ihrer Rückkehr als Soldaten fühlten sich die Studenten benachteiligt, weil die Studentinnen nicht wertvolle Jahre im Krieg verloren hatten und mit ihrer Ausbildung weiter waren. Ihre Einstellung änderte sich nicht, auch nicht, als die Studentinnen ihnen Hefte liehen und sie an ihrem Wissen teilhaben ließen. Inflation und Wirtschaftskrisen schwächten das Besitzbürgertum finanziell. Viele Familien stellten die Ausbildung der Söhne vor die der Töchter. Viele Studenten lebten unter dem Existenzminimum und waren nicht mehr in der Lage, sich Bücher zu kaufen. Die 20er Jahre brachten aber auch neue Freiheiten. Wander- und Skiausflüge mit gemeinsamen Übernachtungen von Männern und Frauen waren kein Problem mehr. Ein neues Leben begann.
auch mit neuen Problemen. Schwangerschaften, die zu illegalen Abtreibungen führten. Zunehmend gehörten auch die Studentinnen zum Freiburger Stadtbild. Noch immer ordneten viele Studentinnen ihre berufliche Karriere denen ihrer Männer unter. Dennoch eröffnete manch Ärztin eine Praxis, wie zum Beispiel Johanna Kappes, die mit ihrem Mann eine Gemeinschaftspraxis führte. Im Sommersemester 1929 wurde dann die 20%-Marke gebrochen. Einige Stimmen erhoben sich und meinten, Hörsäle, die Seminare und die Kliniken seien zu Heiratsmärkten geworden. Für einen Skandal sorgte im Wintersemester 1931, dass die Frauen keine Kleider mehr trugen, sondern in Skihosen in ihre Vorlesungen kamen. Argumentiert wurde damit, dass sie freitags gleich zum Skifahren gingen und dass es bei den Männern auch kein Problem sei. Im Jahr 1933 starb Johanna Kappes im Alter von 46 Jahren. Heute ist es für uns kaum möglich, sich vorzustellen, mit welchen Problemen Frauen damals zu kämpfen hatten. Umso mehr verdienen sie unseren Respekt. Heute noch ist Johanna Kappes im Uniseum in Freiburg präsent. In der Ausstellung findet sich ihr Porträt an prominenter Stelle. Dies ist eine Produktion der Pädagogischen Hochschule Freiburg, welche im Projektseminar Geschichte Freiburgs in 20 Objekten entstanden ist. Geleitet wurde dieses Seminar von Professor Dr. Bernd Greve und Diplompädagoge Matthias Baumann im Wintersemester 2012-2013.